So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rock TV. Rock TV 124. Ja, mein Name ist Christian Rauf, alias Chris the Rock, Gründer und Inhaber von Rock Sports Biosportnahrung. Und ich heiße euch, dass ich es rausbringe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Rock TV, für die, die zum ersten Mal mit dabei sind, Rock TV habe ich ins Leben gerufen vor über 2 Jahren und die Idee war folgende: Die Fragen, die ich regelmäßig gesendet bekomme, die fasse ich zusammen. Und wenn ich zu einem gewissen Themenbereich mehrere Fragen bekomme, naja, dann mache ich eine eigene RockTV-Folge dazu. Genauso ist es auch wieder heute gewesen. Zwar nehme ich euch heute mit auf die Reise 3 Ernährungsmythen. Warum? Ganz einfach. Bevor wir aber losstarten, schauen wir mal, wer schon alle da ist. Der Stefan ist da, der Ossi ist da, die Andrea, Caro, Alfred, herzlich willkommen. Freue mich schon, dass schon die ersten dabei sind. Auf Instagram geht's auch vor. Die Niki ist da, Julian ist da. Coole, coole Sache. Schönen Dank. Ja, was habe ich euch thementechnisch heute mitgebracht? Genau 3 Mythen. Und zwar die, die ich immer, immer und immer wieder höre. Und das waren eben genau diese Mythen, die auf meiner Liste immer öfter vorgekommen sind. Und deshalb gibt es eine neue Folge dazu. So, der Frank ist auch schon da, Romina ist da, coole Sache, Goran ist dabei, feine, feine Sache. Starten wir im Prinzip gleich los. Wichtig ist oder beziehungsweise immer spannend ist bei diesen klassischen Ernährungsmythen, dass man sich auch einmal ganz zu Beginn anschaut, wo kommen die denn her? Und das ist dann meistens sehr, sehr spannend, welche komischen Ursachen das hat. Und mein Ziel ist es, diese 3 Mythen kurz und knackig für euch zu behandeln und euch zu zeigen, dass da vielleicht gar nicht so viel dabei ist. Und vielleicht kann ich ja damit unterstützen, dass diese Mythen so schnell nicht mehr wieder auftauchen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten direkt los. Mythos Nummer 1. Vielleicht kennen das die einen oder anderen. Übrigens, für die Leute auf Instagram, da ist alles spiegelverkehrt. Das ist nicht meine Schuld, sondern das ist die Instagram-App. Für die Leute, die auf Facebook mit dabei sind, die können es richtig lesen. Punkt Nummer 1, Cardio-Training auf nüchternen Magen. Die einen oder anderen, die einen Bodybuilding-Hintergrund haben, die kennen vielleicht dieses Thema. Früher ist immer empfohlen worden und auch aktuell noch, wenn man Körperfett reduzieren möchte, sprich den Körperfettanteil nach unten senken möchte, dann ist es am idealsten, wenn man auf nüchternen Magen, sprich am besten gleich in der Früh, weil man noch nichts gegessen hat, auf nüchternen Magen direkt sich auf das Fahrrad, aufs Cardio-Training, auf den Stepper, auf dem Ergometer, was auch immer sitzt. Die Idee dahinter ist, wenn ich nüchtern Cardio-Training mache, sprich der Körper über die Nacht sozusagen nahezu die Kohlenhydratspeicher ausgeleert hat, die Idee ist dahinter, dass durch diese leeren Kohlenhydratspeicher der Körper primär auf das Körperfett zugreift. Sprich, Fettoxidation bedeutet, es wird primär Fett verbrannt und da ist dann eben das Ziel, okay, wenn ich mehr Fett verbrenne, bedeutet das eigentlich, dass ich auch den Körperfettanteil senken kann. Und das ist der Grundgedanke hinter dem Ganzen. So, jetzt schauen wir, wer da noch da ist. Der Spartanic Raccoon, Mario, herzlich willkommen. Mario ist dabei, Elisabeth ist dabei, die Jutta ist mit dabei, coole Sache. Die Adriana ist auch mit dabei, feine, feine Sache. So, wo waren wir gerade? Cardio Training. So. Jetzt schauen wir uns aber mal an, was das wirklich, was da dahinter steckt. Die Idee, wie gesagt, ist, ich versuche dadurch, dass ich nüchtern aufs Rad steige, direkt in die Fettverbrennung reinzukommen. Das hat auch ein bisschen was mit Fettverbrennungspuls zu tun. Und was ist im Prinzip die Idee dahinter? Die Idee ist, oder nicht die Idee, sondern die Realität. Die Realität ist folgendes: Fettoxidation, sprich, dass der Körper das Fett zur Energiebereitstellung verwendet, ist nicht gleichzusetzen mit dem, dass auf einmal der Körperfettanteil sinkt, dass plötzlich die Sixpack sichtbar wird oder überhaupt der Körperfettanteil ins Minus gerät. Sondern es gibt beispielsweise, wie es auch bei den Kohlenhydratspeichern ist, das kennen wir, der Körper hat gewisse Glykogenspeicher und dort zieht er sozusagen fürs Training die Energie raus. Und es gibt nämlich auch die sogenannten Triglyceridspeicher. Das sind im Prinzip, kann man so sagen, vereinfacht gesagt, die Fettspeicher im Muskel, wo sich der Körper bei seiner Muskelanstrengung die Fette und Anführungszeichen zur Verbrennung rauszieht. Das bedeutet, lange Rede, kurzer Sinn,
dass automatisch, wenn ich bei einem Training mehr Fett verbrenne, hat das nicht automatisch was zu tun mit dem niedrigeren Körperfett. Und halt bedeutet, der Treibstoff, und Anführungszeichen, neben den Kohlenhydraten, in unserer Muskulatur kann eben auch so ein Triglycerid sein oder die Triglyceride, sprich Fette. Und das ist aber nicht gleichzubedeuten mit dem Fett, was wir zum Beispiel bei unserem Schnitzelfriedhof, sprich am Bauch haben. Und das ist der Trugschluss sozusagen. Punkt Nummer zwei, es gibt da die eine oder andere Studie, die sich das sogar angeschaut hat. Sprich, da hat man beim Brad Schönfeld und der Ellen Aragon, das sind für die, die sich in der Wissenschaft ein bisschen damit beschäftigen, sind vor allem im Bereich Hypertrophie, alles was Muskelaufbau und so weiter betrifft, sind die forschungstechnisch ganz weit vorne. Und die haben vor einiger Zeit eine Studie gemacht, wo es darum geht zu schauen, was bringt dieses Fasted Cardio, sprich dieses Cardio auf nüchternem Magen? Und da hat man 20 Personen über 4 Wochen hinweg einerseits auf nüchternem Magen Cardio-Training machen lassen und die anderen eben nicht auf nüchternem Magen, sondern ganz normal mit einem Frühstück beispielsweise. Und da hat man herausgefunden, dass es keine signifikanten Unterschiede gibt, ob ich jetzt mit nüchternem Magen trainiere oder nicht, ausgehend bzw. Bezug nehmend auf das Körperfett. So, jetzt schauen wir wieder mal, wer da in der Zwischenzeit eingetroffen ist. Der Alex ist mit dabei, der Christoph ist mit dabei, Philipp ist mit dabei, coole Sache. Die Jutta ist gerade am Backen. Jutta, ich hoffe, es gibt feinsten Proteinkuchen, den du uns allen Zusehern dann lieferst. Das wäre eine coole Sache. Und ich möchte noch ein Beispiel bringen. Wenn wir jetzt davon sprechen, okay, wir machen jetzt Fettreduktionstraining in der Früh, Cardio, dass wir uns noch einmal vor Augen rufen, wie viel Kalorien wir da eigentlich verbrennen. Ein Beispiel. Nehmen wir an, wir fahren eine Stunde am Cardio-Trainer. So, das kann ein Vorradl sein, das kann ein Stepper sein. Nehmen wir an, in dieser Stunde verbrennen wir 500 Kalorien. So, was macht der Körper? Der Körper holt sich diese 500 Kalorien, diese Energie, nicht primär aus nur aus dem Kohlenhydratspeicher oder aus dem Fettspeicher, sondern das ist immer eine Zusammensetzung aus beiden Bereichen. Wenn wir jetzt einfach einmal ganz ja, simpel. Nehmen wir das ganz simpel, dass von diesen 500 Kalorien, die wir verbrennen in dieser Stunde, einfach 80%, sprich der Großteil, aus der Fettverbrennung die Energie hergezogen wird. Sprich, 80% von 500 Kalorien wären 400 Kalorien. Das heißt, 400 Kalorien holt sich der Körper die Energie direkt aus den Fettreserven. Das können die Triglyceridspeicher sein, etc. So, und wenn wir das jetzt umrechnen, 400 Kalorien, wir wissen, 1 Gramm Fett hat in etwa 9 Kalorien. 400 Kalorien durch 9 sind wir ein bisschen über 40 Gramm Fett, was wir verbrennen. Jetzt rechnen wir uns das aus, wir machen dieses Cardio dreimal in der Woche. So, 3 mal 40 Gramm sind wir auf 120 Gramm Fett, was wir über diese eine Woche, wenn wir das dreimal in der Woche machen, verbrennen. So, meiner Aussage merkt man vielleicht schon 120 Gramm. Wenn wir sagen, wir möchten 1, 2, 3 Kilogramm Körperfett verlieren, dann sind 120 Gramm ja nur ganz ein minimaler Teil. Da merkt man dann einfach, ob ich jetzt zum Beispiel diesen Anteil auf 90% steigern kann, dann habe ich eben nicht 400 Kalorien, sondern vielleicht 440 Kalorien oder 450 Kalorien. Dann geht es um 2, 3 Gramm Fett, die wir mehr oder vielleicht weniger verbrennen. Das heißt zusammengefasst, Cardio-Training auf nüchternem Magen, da wird wahrscheinlich schon irgendwas dran sein. Aber ich bin immer ein großer Fan davon, was kostet es und was bringt es. Und wenn ich mich zum Beispiel wirklich überwinden muss, auf nüchternem Magen in der Früh trainieren, naja, dann werde ich mich vielleicht nicht als Nüchterner direkt aufs Cardio-Gerät setzen, nur um diesen Effekt ausnutzen zu wollen, dass ich ein paar Gramm mehr Fett habe, laut diesen studientechnischen Aussagen. Das heißt, mein Fazit ist, man kann es machen, wenn man sich gut fühlt dabei. Aber die riesengroßen Erwartungen, die darf man sich daran nicht setzen. Und ja, das ist einfach ein Mythos und Anführungszeichen, den es schon lange gibt, aber wo eben vielleicht schon was dran ist, aber vielleicht nicht so viel, wie man sich erwarten würde. Das war Punkt Nummer eins. Wenn es da Fragen von eurer Seite gibt, wenn es Erfahrungen von eurer Seite gibt, schreibt mir das unten rein. Gemeinsam diskutieren macht immer am meisten Spaß. So, jetzt schauen wir uns Punkt Nummer zwei an. Mythos Nummer zwei, Salz ist schlecht. Ich habe da beispielsweise etwas mitgenommen, das sieht man an der Farbe, das ist das sogenannte Himalaya-Salz, das pinke Salz. Ich mache mir daraus beispielsweise Salzsole, die ich dann regelmäßig über den Tag verteilt trinke.
Ja, und jetzt kann man sagen, und das ist einer dieser Mythen, Salz ist ja schlecht, ist giftig, lässt den Blutdruck steigen. Da gibt es ja unterschiedlichste Szenarien, unterschiedlichste Theorien. Nierenprobleme können dadurch steigen, etc. Das heißt, da gibt es verschiedene Mythen unter Anführungszeichen. Da muss man natürlich immer dazu sagen, ja, Salz kann immer schlecht sein, es kommt immer auf die Menge drauf an. Und viele Studien, die man sich anschaut, die sich auch mit dem Salzkonsum beschäftigen, kommen oftmals aus Amerika. In Amerika ist die Standarddiät, die Standardernährungsform meistens ein bisschen andere, wie es bei uns ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man sich oftmals in Amerika mehr von verarbeiteten oder stark verarbeiteten Lebensmitteln ernährt, was in weiterer Folge bedeutet, stark verarbeitete Lebensmittel haben einen deutlich höheren Salzgehalt, sprich alleine durch die Zufuhr der normalen Lebensmittel, dieser normalen stark verarbeiteten Lebensmitteln, habe ich schon eine richtig große Menge an Salz. So, und wenn ich das Ganze dann noch mit Bewegungsmangel und einer sonst schlechten Ernährung kombiniere, naja, dann kann das Salz sehr wohl dann zu negativen Auswirkungen führen. Aber da ist nicht das Salz per se schuld, sondern die ganzen Dinge rundherum. Die Ernährung beziehungsweise ja, die Lebensumstände. Darum kommen wir im Prinzip schon zum ersten Punkt. Der Bluthochdruck, die Nierenprobleme etc. beim Salz können im Grunde nur dann entstehen, wenn ich klassisch hypersensitiv bin. Sprich, es gibt Menschen, die da ganz sensibel darauf reagieren. Der Großteil der Menschen ist es eher nicht, sondern der Großteil der Menschen verträgt es ganz gut. Das Salz per se, das ist ein essentielles Mineral. Das ist, wir kennen es auch als Elektrolyt. Das ist beispielsweise an der Übertragung von Nervenimpulsen beteiligt. Wir kennen das vielleicht bei der Krampfbildung. Wenn wir im Sport auf einmal beginnen zu krampfen, dann ist die Hauptursache, ja, fehlendes Salz, sprich, dass die Reizüberleitung nicht mehr so ganz funktioniert und der Muskel nicht mehr auslässt, sondern krampfend weiterbehält. Alex schreibt, Salz und Zucker, genauso ist es. Ich glaube, du weist hin auf das Ernährungsthema in Amerika. Das ist dann die Kombination, genauso ist es. So, auf Facebook sind auch wieder einige dabei. Manuel ist dabei, Alex ist mit dabei, Petra, Susan, coole Sache, ein zweiter Peter ist mit dabei, freut mich. So, das heißt, zurück zum Thema. Salz, essentielles Mineral, als Elektrolyt ganz, ganz wichtig. Dann für die einen, die das kennen, Natrium-Kalium-Pumpe in Kombination mit Kalium ist es für den Nährstofftransport in den Zellen ganz, ganz wichtig. Da spricht man eben von dieser Natrium-Kalium-Pumpe. Und Natrium ist ja im Prinzip, wenn wir das klassische Kochsalz hernehmen, das normale Kochsalz besteht in etwa zu 40% aus Natrium. Und dieses Natrium ist eben als Elektrolyt da beteiligt. Und unterm Strich kann man sagen, Salz ist essentiell und Salz ist per se nicht schlecht. Wenn man sich selbst bekocht, wenn man sich um die Lebensmittel kümmert, die man sozusagen da verkocht, verarbeitet und selbst salzt und selbst würzt, dann hat man das Ganze ja im Griff. Wenn man sich ausschließlich von verarbeiteten Lebensmitteln ernährt, wo relativ eine hohe Menge an Salz von Natur aus mit dabei ist, beispielsweise wenn man zum McDonald's sich einen feinen Burger holt, dann schauen wir da einfach einmal auf die Zutatenliste und sieht man, wie viel Salz da eigentlich drinnen ist. Eine Tüte Chips und so weiter. Diese Kombinationen machen dann in Summe über den Tag verteilt große Mengen an Salz aus. Wenn ich dann vielleicht noch einen, ja, eher einen passiven Lebensstil habe, sprich wenig Bewegung und ansonsten auch eine schlechte Ernährung, naja, dann kann es in Kombination sehr wohl zu einem Problem kommen. Oder ich bin hypersensitiv, dann kann es auch zu einem Problem kommen. Aber im Grunde, das Salz ist per se für uns ganz essentiell. Alex schreibt, auch das Cholesterin dient zur besseren Nervenleitung. Genauso ist es. Da kommen wir nämlich direkt zum nächsten Punkt. Schönen Dank, Alex. Und zwar Mythos Nummer 3 ist das Hühnerei. Für die, die bei Rock TV schon öfter mit dabei waren, die wissen, das habe ich schon mehrmals thematisiert. Und zwar ein häufiger Mythos ist, Hühnereier nicht zu viel essen, Cholesterin, wenn man das zuführt, steigt das körpereigene Cholesterin, dadurch steigern die CVD, sprich die kardiovaskulären Diseases, die kardiovaskulären Krankheiten, Herz-Kreislauf-Krankheiten, all das wird im Prinzip mit dem Konsum von Eiern verbunden. So, wenn man sich das aber dann im Detail anschaut, dann stellt man fest, dass man bei den Untersuchungen, die es beispielsweise gibt, den direkten Zusammenhang, sprich,
Wenn ich über die Ernährung Lebensmittel zuführe, die einen hohen Cholesterinanteil haben, wie es beispielsweise das Hühnerei hat, dass das nur unmittelbar oder nicht wirklich was mit dem körpereigenen Cholesterinanteil zu tun. Übrigens, Cholesterin ist von Natur aus bei uns im Körper enthalten, wie der Alex schreibt, ist auch an der Nervenleitung mit beteiligt. So, bedeutet, wenn ich über die Ernährung Cholesterin zuführe und das nicht unbedingt was mit körpereigenem Cholesterin zu tun hat, dass ja diese Theorie, dass die eher so schlecht sind, an diesem Punkt vielleicht gar nicht einmal so richtig ist. So, was man dazu sagen muss, Eier, und das ist für mich immer so eine einfache Eselsbrücke in Anführungszeichen, wenn man sich überlegt, aus was entsteht aus einem Ei? Aus einem Ei entsteht ein Lebewesen, ein kleines Küken, und dieses kleine Küken ernährt sich im Grunde von, einerseits entsteht es aus dem aus dem Eiklar, und andererseits holt sich es auch da im Prinzip die ganzen Nährstoffe rauf, bis das Ding halt da schlüpft. So, bedeutet, da sind so viele Nährstoffe drinnen, dass dieses Lebewesen entstehen kann. Dementsprechend, wenn man sich ein Ei mal in der Zusammensetzung genau anschaut, proteinreich, Vitamine, beispielsweise die B-Vitamine ganz wichtig, Mineralstoffe, Eisen, Zink etc. ist da mit drinnen. Bedeutet, ein Ei per se hat ein sehr, sehr gutes Nährstoffprofil. Und dadurch, dass eben dieses enthaltene Cholesterin per se nichts zu tun hat mit dem körpereigenen oder nur, oder eben zumindest nicht direkt, dann kann man so mit diesem Mythos, dass die Eier schlecht sind und das enthaltene Cholesterins, den relativ schnell einmal kübeln. Und ja, das ist im Prinzip wieder genau sowas, dass man bestimmte Lebensmittel verteufelt, die aber bei genauerem Hinsehen gar nichts mit dieser eigentlichen Ursache zu tun haben, warum dieser Mythos sozusagen entstanden ist. Und bei den Eiern ist es so, ganz wichtig noch dazu, man hat herausgefunden, zumindest gibt es die eine oder andere Studie, wo es Andeutungen in diese Richtung gibt, dass wenn man Eier beispielsweise aus biologischer Landwirtschaft kauft, sprich wo die Tiere auch entsprechend mit Biofutter gefüttert werden, dass anteilig das Omega-3, das enthaltene, höher ist im Vergleich zu klassischen Legebatterie-Eiern oder Eiern in Bodenhaltung. Das heißt, auch da bitte, wenn es euch Eier kauft, idealerweise von den eigenen Hühnchen, wo man genau weiß, wie man die füttert, oder noch besser, nein, eigentlich nicht noch besser, aber auch direkt vom Bauern, den ihr kennt, oder eben irgendwo beim Bauernmarkt, wo es halt geht, die feinsten Eier kaufen. Ihr werdet merken, die schmecken anders. Und scheinbar, laut diesen Studien, hat man dann auch ein bisschen einen höheren Anteil an den Omega-3-Fettsäuren. Und im Grunde, das ist auch der Grund, warum ich beim Roxports Bioprotein das Hühnerei mit dabei habe, weil es einfach ein vollwertiges Protein ist. Das Aminosäurenprofil enthält alle essentiellen Aminosäuren, die auch unser Körper hat, also die essentiellen Aminosäuren, diese 8 Stück beziehungsweise 9, und dementsprechend sozusagen vollwertiges Protein, Aminosäurenprofil oder Aminosäurenprofil. So, der Alex schreibt, der Mythos kommt von einer Studie, also es geht jetzt um die Eier, bei denen Kaninchen mit Dottern gefüttert wurden. Genauso wie es ist. In meiner RockTV-Sendung, hier haben wir es, RockTV Folge 27, habe ich genau dieses Thema behandelt. Und Alex, danke für diesen Input. Und weißt du, was du schreibst, steigen wir noch kurz darauf ein. Man hat in diesem Versuchsaufbau, ich glaube, das war in den 50ern oder 60ern, hat man Kaninchen, die wohlgemerkt Vegetarier sind, oder nicht Vegetarier, sondern Veganer sind, hat man die mal mit Dotter gefüttert und hat einmal geschaut, was passiert. Und dann sind einfach Probleme entstanden bei diesem Tier, das sich von Natur aus nicht von diesen Dingen ernährt, und hat dann festgestellt, okay, da entstehen Krankheiten. Da entstehen Herz-Kreislauf-Krankheiten etc. Und so ist dann dieser Mythos entstanden, dass man sagt, gut, wenn bei diesen feinen Häschen, wenn ich die nur mit Eiern füttere und dann entstehen solche Krankheiten, dann muss das ja schlecht sein, dann wird das wahrscheinlich beim Mensch auch so sein. So entstehen diese Mythen. Das ist jetzt ein gutes Beispiel. Danke für den Input, Alex. Und ja, das Lustige ist dann eben, dass sich solche Mythen über solche langen Zeiträume dann wirklich halten, über Jahrzehnte. Wie gesagt, ich glaube, diese Studie war, müsste jetzt lügen, 50er, 60er Jahre, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder was in den 70ern. Das heißt doch schon das eine oder andere Jährchen. Gut. Zusammenfassung. Gönn dir deine Eier, wenn du kein Hypersensitiver bist, der auf dieses Cholesterin, auf das Nahrungskolesterin ganz sensibel reagiert.
und du dich sonst gut und gesund ernährst, ist das eine oder andere Ei überhaupt kein Thema. Und damit möchte ich eben auch die Angst davor nehmen und auch die Angst vom Salz nehmen. Wenn du dich selbst gesund ernährst, wenn du selbst kochst, wenn du selbst würzt, wenn du großteils unverarbeitet dich ernährst, wenn du ausreichend Sport betreibst, etc., dann ist das kein Thema. Und somit diese drei Mythen. Mythos Nummer 1, Cardio auf nüchternen Magen. Es gibt Hinweise, dass es irgendwie funktionieren kann, aber es geht um so kleine Anteile, dass es in Wahrheit nicht wirklich verpflichtend ist, das zu machen. Punkt Nummer 2, Salz ist nicht Gift, sondern Salz ist ein essentielles Elektrolyt, ein essentielles Mineral, das brauchen wir im Körper. Übrigens, unser Körper hat circa zwischen 150 und 300 Gramm Salz gespeichert sozusagen. Das heißt, da gibt es schon richtig große Mengen bei uns drinnen. Mythos Nummer 3, keine Angst vom Hühnerei. Das Hühnerei ist gut, schaut auf die Herkunft, wie überall, schaut es bei dem Protein auf die Herkunft, schaut es bei den Eiern, beim Fleisch, beim Gemüse, was auch immer ihr kauft, immer auf die Herkunft achten. Und je besser die Tiere gefüttert werden, je besser die Böden behandelt werden, desto besser sind auch, ja, die entsprechenden Nährstoffe, die enthalten sind. So, der Alex schreibt, Kaninchen haben im Gegensatz zu den Menschen keine Enzyme zum Abbau des Cholesterin. Kann gut sein, bin ich kein Kaninchen-Spezialist, aber das wäre ein Hinweis darauf, dass diese Tierchen dann so reagiert haben, wie es in diesem Studienaufbau damals war. Danke für die Ergänzung, Alex. So, das waren im Prinzip meine drei Inputs von heute. Wenn da für euch was mit dabei war, dann lasst mal ein Herzchen, ein Like, ein kleines Kommentar da, ein Feedback, wie euch das Ganze gefallen hat. Ich habe jetzt noch eine Liste mit circa 10 weiteren Mythen, die ich eventuell die nächsten Wochen dann präsentiere. Lasst mal noch kurz ein Feedback da, ob ihr das sehen wollt. Dann packen wir das nächste Woche und übernächste Woche aus. Dann freue ich mich, dass wir wieder ein paar Mythen versuchen, ein bisschen zu entkräften. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wie gesagt, lasst mal Herzchen, Like, Abo da, wenn euch das gefallen hat. Lasst mal Feedback da, würde mich sehr, sehr freuen. Ja, und jetzt, schönen Abend. Und dieses Video ist übrigens bald wieder auf YouTube, auf dem Rocksports YouTube-Kanal verfügbar, für die, die sich es nicht auf Facebook anschauen oder angeschaut haben. Herzlichen Dank. Bis nächste Woche, gleiche Uhrzeit, 19:30 Uhr, live auf Facebook. Ciao, ciao. Und Schluss.